Pranapataye Namaha. Om Sharavanabhavaya Namaha. Om Aim Sarasvatye Namaha. Om Gum Gurubhyo Namaha. Om Namo Bhagavate Shivanandaya. Om Adi Shakti Namaha. Ich begrüße euch zum Morgen Pranayama. Wir beginnen mit 4 Runden Kapalabhati, dann 20 Minuten Wechselatmung und dann 3 Runden Bhastrika. Dann setze dich aufrecht hin. Wir werden die erste Runde festes Kapalabhati praktizieren, recht langsam, und du gehst mit der Aufmerksamkeit vom ersten Chakra mit jedem Stoß ein Chakra höher nach oben bis zum Sahasrara Chakra. Und ich begleite das mit den Bija-Mantren. So, atme nochmal vollständig aus. Und tief und vollständig ein und aus. Nochmal ein. Aus. Und dann atme bequem ein für Kapalabhati. Lam, Bam, Ram, Yam, Ham, Om, Krim, Lam, Bam, Ram, Yam. Ham, Om, Krim, Lam, Bam, Ram, Yam, 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 Ham, Om, Rim. Atme vollständig aus. Halte die Luft an. Praktiziere Agnisara oder Nauli. Oder was für dich das Richtige ist. Und wenn der Impuls zum Einatmen kommt, kannst du zunächst tief und vollständig einatmen. Und ausatmen. Und dann fülle die Lungen zu etwa 3/4 und halte die Luft an. Geh mit der Aufmerksamkeit zum Manipura-Chakra. Und stell dir Feuer im Bauch vor. Oder wie eine Sonne ganz weit ausstrahlt. Kannst auch im Geiste das Bija-Mantra Ram, Ram, Ram wiederholen. Halte nur so lange, wie es angenehm ist.
dann bereite dich auf die zweite Runde vor. Diesmal mit Mula Bandha bei jedem Stoß, also bei jeder Ausatmung, setzt du Mula Bandha und bei der Einatmung lässt du Mula Bandha los. So, leere deine Lungen, atme nochmal tief und vollständig ein und aus. Und dann atme bequem ein und geh wieder mit der Aufmerksamkeit nach oben. Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om, Krim, Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om, Krim, Lam, Vam, Ram, Yam, Ham. Om Hrim Lam Vam Ram Yam Ham 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 Om Hrim. Atme vollständig aus und stütz dich vorne ab und praktiziere Agnisara oder Nauli. Kannst auch mal schauen, wie es ist, wenn du etwas länger Agnisara praktizierst. Aber mach nur so lange, dass du danach auch bequem einatmen kannst. Und wenn der Impuls dann kommt, atmest du tief und vollständig ein und dann auch nochmal aus. Und dann atmest du nochmal zu Dreiviertel ein und hältst die Luft an, gehst mit der Aufmerksamkeit zum Muladhara Chakra, zum unteren Ende der Wirbelsäule. Kannst dir dort einen Lichtball vorstellen oder einen Feuerball. Lam, 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 lam. Nur so lange, dass es angenehm bleibt. Bereite dich auf die dritte Runde vor. Atme zunächst aus und vollständig ein. Nochmal aus und setze wieder bei jedem Ausatmen Mula Bandha und eventuell geht die Chakren nach oben. Atme zur Hälfte ein und beginne.
Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om, Krim, 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 Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om, Krim. Atme vollständig aus und halte die Luft an. Praktiziere Uddiyana Bandha oder auch Agnisara. Oder spüre die Energie. Dann kannst du auch mal prüfen, wie es ist, wenn du dann mit Ujjayi vollständig einatmest und Mula Bandha dabei setzt. Und mit Ujjayi auch wieder ausatmest. Und dann mit Ujjayi und Mula Bandha einatmest und die Luft anhältst. Wenn du dort angekommen bist, dann setze Ashwini Mudra, ziehe die Beckenbodenmuskulatur zusammen und lass sie wieder los. Und dann geh mit der Aufmerksamkeit langsam die Wirbelsäule hoch. Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om, Rim. Dann lass deinen Kopf ausstrahlen in alle Richtungen. Kapalabhati, strahlender Schädel, scheinender Kopf. Om Bhurbhuvasvaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodaya. Dann bereite dich auf die vierte Runde vor, hechelndes Kapalabhati. Bring wirklich alle Nadis zum Schwingen. Das hechelnde Kapalabhati sieht ungefähr so aus. Und danach atmest du einfach einmal vollständig aus und sofort wieder vollständig ein oder zu drei Viertel und dann hältst du die Luft an und dehnst dich einfach aus. So leere nochmal deine Lungen und atme tief und vollständig ein und aus und dann atme bequem ein und beginne.
Und dann atme vollständig aus. Atme vollständig ein. Und halte die Luft an. Und lasse dein Energiefeld sich ausdehnen in alle Richtungen. Wenn du magst, kannst du leichtes Mulabandha praktizieren. Nur so lange, wie es angenehm ist. Dann spüre nach, wenn du deine Beine nochmal ausstrecken möchtest vor der Wechselatmung, kannst du das dann auch jetzt tun. Wir beginnen im Rhythmus 5-20-10. Wir werden die Elementereinigung praktizieren. Mit Bija-Mantren und Visualisationen, genannt die Samonu-Konzentration. Dann bereite dich vor, komme wieder in einen aufrechten Sitz. Und bringe auf der linken Hand Daumen und Zeigefinger zusammen. Und an der rechten Hand klappe Zeigefinger und Mittelfinger auf den Daumenballen, sodass du mit dem Daumen die Nase schließen kannst und mit dem Ringfinger. Na, atme nochmal aus und atme vollständig ein. Und aus. Und dann atme links ein, langsam und gleichmäßig, halte die Luft an. Geh schon mal in deinen Herzraum mit der Aufmerksamkeit. Atme rechts gleichmäßig aus. Atme rechts ein, halte die Luft an, atme links aus. Gleichmäßig. Dann atme links mit Mulabandha und Ujjayi ein. Halte die Luft an. Mulabandha und Ujjayi sorgen dafür, dass du geerdet wirst. Dass Vata und Pitta harmonisiert werden. Dann atme mit leichtem Ujjayi aus, ganz gleichmäßig auf der rechten Seite. Atme rechts ein mit Mulabandha und Ujjayi.
Halte die Luft an. Und atme links ganz gleichmäßig aus. Atme links ein. Yam, yam, yam. Halte die Luft an, geh in dein Herzraum, stell dir dort einen Wirbelsturm vor, der alle Unreinheiten wegfegt. Yam, 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 yam. Yam, 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 yam. Atme rechts aus. Ganz gleichmäßig mit leichtem Ujjayi. Rechts ein mit Mula Bandha und Ujjayi. Halte die Luft an, Wirbelsturm im Herzen, Bija Mantra. Yam, 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 yam. Atme links aus. Yam, yam. Atme links ein ins Manipura Chakra, in den Bauch. Halte die Luft an, stell dir dort ein Feuer vor oder eine Sonne, die alle Unreinheiten verbrennt. Ram, 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 ram. Atme rechts aus. Ram, ram. Und rechts ein, zügig und gleichmäßig. Halte die Luft an. Ram, 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 ram. Atme links aus. Atme links ein zur rechten Augenbraue. Halte die Luft an und stell dir aus dem Himmel kommend von Shivas Kopf einen Fluss vor, der durch dich hindurch plätschert und alle Unreinheiten und Asche wegspült. Tam, 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 tam. Atme rechts gleichmäßig aus. Tam, tam, tam. Atme rechts ein. Halte die Luft an, Wasserelement. Segen. Tam, 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 tam. Atme links aus. Und atme links mit starken Mula Bandha ein. Gehe zum Muladhara Chakra, halte die Luft an. Stell dir Wurzeln in den Boden vor. Lam, 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 lam. Und durch diese Wurzeln strömt Erdenergie in dich hinein und nährt dich. Atme rechts aus, ganz gleichmäßig. Rechts ein. Halte die Luft an, setze die Bandhas. Lam, 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 lam. Gut verwurzelt in der Erde
und rechts, links ausatmen. Links einatmen zum Herzen. Yam. Halte die Luft an. Spür das Luftelement, wie du ganz leicht, voller Leichtigkeit und Liebe wirst. Und ein Sturm bläst alle Unreinheiten weg. Yam, 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 yam. Atme rechts aus. Yam, 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 yam. Rechts ein. Halte die Luft an. Yam, 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 yam. Atme links aus. Atme links ein ins Manipura Chakra. Halte die Luft an. Feuer. Ram, 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 ram. Atme rechts aus. Ram, 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 ram. Und rechts ein. Halte die Luft an. Ram, 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 ram. Ram. Atme links aus. Links ein zur rechten Augenbraue. Und halte die Luft an. Stelle dir einen Fluss des Segens vor, der durch dich hindurch plätschert und dich reinigt. Tam, 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 tam. Atme rechts aus. Tam. Und rechts ein. Halte die Luft an, Wasserelement. Tam, 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 tam. Und links ausatmen. Tam, tam. Jetzt atme mit starkem Mula Bandha links ein. Halte die Luft an, stell dir Wurzeln vor, die dich nähren. Lam, 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 lam. Atme rechts aus. Lam. Und rechts ein. Halte die Luft an. Lam, 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 lam. Atme links aus. Lam, lam, lam. Atme links zum Anahata Chakra ein. Halte die Luft an.
Affirmation im vierten Chakra. Ich bin voller Liebe, Leichtigkeit und Freude. Yam, 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 yam. Atme rechts aus. Rechts ein. Yam. Halte die Luft an. Geh ins Manipura Chakra. Feueraffirmation. Ich bin stark und voller Enthusiasmus. Ich bin stark und voller Enthusiasmus. Ram, ram, ram. Atme links aus. Atme links zur rechten Augenbraue ein. Halte die Luft an. Ich lasse los und treibe mit dem kosmischen Strom. Ich lasse ganz los und treibe mit dem kosmischen Strom. Tam, tam, tam. Atme rechts aus. Und rechts ein zum Muladhara Chakra mit Mula Bandha. Halte die Luft an und Erdaffirmation. Ich bin beständig, gut verwurzelt in der Erde. Ich habe Ausdauer. Lam. Atme links aus. Ich erhöhe den Takt auf 6,24. Und atme links ein mit Mula Bandha. Halte die Luft an. Und geh mit der Aufmerksamkeit ins Muladhara Chakra. Stelle dir dort tiefe Wurzeln in die Erde vor. Atme rechts aus. Und rechts ein, gleichmäßig. Halte die Luft an und vertiefe das Gefühl, gut verwurzelt in der Erde zu sein. Lam, 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 lam. Und atme links langsam und gleichmäßig aus. Und atme links ein zum Muladhara Chakra. Halte die Luft an und ziehe die Energie, die Wirbelsäule hoch. Om Aim Rim Klim Chamundaye Vichye Namaha. Om Aim Rim Klim Chamundaye Vichye Namaha. Atme rechts aus und lass die Energie an der Seite nach oben steigen. Atme rechts ein, zieh die Energie zum Muladhara Chakra. Halte die Luft an und zieh die Energie nach oben zum sechsten Chakra, Punkt zwischen den Augenbrauen. Om Aim Rim Klim Chamundaye Vichye Namaha. Om Aim Rim Klim Chamundaye Vichye Namaha. Atme links aus, lass die Energie an der Seite nach oben steigen, an der linken Seite.
Atme links ein. Zieh die Energie zum Muladhara Chakra. Setze starkes Mulabandha, halte die Luft an und lasse die Energie nach oben steigen. Lam, bam, ram, yam, ham, om. Und bleibe im sechsten Chakra. Om, 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 om. Dann atme rechts aus. Lass die Energie rechts nach oben steigen. Und atme rechts fest ein mit Muladhara. Zieh die Energie zum Muladhara Chakra. Halte die Luft an und zieh die Energie nach oben. Lam, bam, ram, yam, ham, om. Atme links aus, lass die Energie links nach oben steigen, ungefähr zur linken Augenbraue. Und atme links mit festem Muladhara ein, halte die Luft an, halte Muladhara und zieh die Energie nach oben. Lam, bam, ram, yam, ham, om, 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 om. Atme rechts aus. Lass die Energie rechts nach oben steigen. Atme rechts ein, zieh die Energie zu Muladhara Chakra. Halte die Luft an, setze starkes Mulabandha, Uddiyana Bandha und zieh die Energie nach oben zum sechsten Chakra. Lam, bam, ram, yam, ham, om. Dann stelle dir vielleicht ein Licht im sechsten Chakra vor. Om. Atme links aus, ganz gleichmäßig. Lass die Energie auf der linken Seite nach oben steigen. Dann atme links ein, zieh die Energie zu Muladhara Chakra. Halte die Luft an und zieh die Energie hoch, diesmal ins siebte Chakra. Lam, bam, ram, yam, ham, om, rim. Atme rechts aus, ganz gleichmäßig. Lass die Energie rechts nach oben steigen. Atme links kräftig mit Muladhara ein, zieh die Energie zum Muladhara Chakra, halte die Luft an und zieh die Energie nach oben zum siebten Chakra. Lam, bam, ram, yam, ham, om, ri. Dann atme links gleichmäßig aus. Atme links ein, zieh die Energie zum Muladhara Chakra. Halte die Luft an und zieh die Energie nach oben. Lam, bam, ram, yam, ham, om, ri. Atme rechts aus, langsam und gleichmäßig. Atme rechts ein, zieh die Energie nach unten zum Muladhara Chakra.
Halte die Luft an und zieh die Energie noch einmal nach oben. Lam, bam, ram, yam, ham, om, rim. Und halte die Aufmerksamkeit jetzt im siebten Chakra oder Raum darüber. Atme links aus. Und für die letzte Runde atme links ein. Halte die Luft an und stell dir Segen von oben vor. Om Bhur Bhuvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dimahi Diyo Yuna Prachodaya. Atme rechts aus, ganz gleichmäßig. Bleibe im siebten Chakra. Atme rechts ein. Halte die Luft an. Sahasrara, Stille. Dann atme links ganz gleichmäßig aus. Und wenn du vollständig ausgeatmet hast, senke die Hand. Nimm noch ein, zwei tiefere Atemzüge und spüre nach. Dann streck vielleicht noch deine Beine aus. Wir kommen zu Bhastrika. Die erste Runde Bhastrika werden wir mit Shakti Shalani praktizieren. Da bringt man die Hacke an den Kanda-Punkt, dort wo man das Mula Bandha spürt, wenn man es setzt, dann auf der Hacke. Dann stützt man sich in der Anhaltephase ab und lässt den Kanda-Punkt auf die Hacke auftreffen. Man kann auch sich auf den Knien abstützen. Und die ganze Runde geht so, dass du erst Bhastrika praktizierst, dann ausatmest, Agnisara, dann rechts einatmen, dann die Bandha setzen, und dann Shakti Shalani Mudra praktizieren. Ist jemand hier, der noch nie keinen Bhastrika, nicht mit Bhastrika vertraut ist? Gut. Gut, dann setz dich bequem hin. Du kannst auch Mahabeda praktizieren, wenn du Shakti Shalini nicht gut findest in dem Fall. Mahabeda ist einfach Mahabandha und du drückst dich von deinen Beinen oder so ab, sodass die Wirbelsäule ganz lang gezogen wird. Gut, dann bereite dich vor, setz dich aufrecht hin und wir starten mit einer Runde langsamen, festen Bhastrika. Und so leere deine Lungen noch einmal. Atme nochmal tief und vollständig ein und aus. Und beginne.
Atme vollständig aus. Lehn dich nach vorne, stütze dich ab. Praktiziere Agnisara. Und dann atme, richte dich wieder auf, atme rechts tief und vollständig ein. Setze Mahabandha mit festem Mulabandha und stütz dich ab an den Seiten oder auf dein Bein. Lasse den Kanda-Punkt auf deine Hacke auftreffen. Und dann halte noch, solange du kannst. Und dann atmest du links aus. Und bereitest dich auf die zweite Runde vor. Du kannst hier jetzt entweder noch einmal Shakti Shalani oder Mahabeda praktizieren, dich abstützen und die Energie so durch die Wirbelsäule nach oben ziehen für Mahabeda. Und dann atme aus, atme nochmal tief und vollständig ein und aus und beginne. Vollständig aus. Stütze dich nach vorne ab. Praktiziere Agnisara. Und dann atme rechts vollständig ein. Setze Mahabandha. Stütze dich nach vorne ab. Mach die Wirbelsäule ganz lang und zieh die Energie mit starkem Mulabandha vom Muladhara Chakra die Wirbelsäule hoch, nach oben, zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Und wenn du ausatmen möchtest, atmest du links aus und spürst nach. Ein paar tiefere Atemzüge. Dann kannst du jetzt in Kechara Mudra gehen, den Kopf leicht nach oben richten, die Zungenspitze ans Gaumendach bringen oder du gehst in Viparita Karani Mudra, wo du dein Kissen unter die Hüfte legst und die Beine nach oben bringst. Du kannst auch den Schulterstand praktizieren oder auch Mahamudra. Für Mahamudra bringst du eine Hacke an den Kanda-Punkt. Drückst auf die große Zehenspitze und setzt, atmest ein, hältst die Luft an und atmest du irgendwann wieder entspannt aus und machst so ein paar Runden auf jeder Seite. Danke ich mich bei euch, dass ihr hier wart, auch bei den Teilnehmern online.
Und in 10 Minuten geht's weiter mit dem Satsang. An den Meister. Om Bodo Satguru Shivananda Maharaja Ki Jai.